Hallo und herzlich willkommen, liebe Collect & Trader. Heute, beziehungsweise jetzt, geht es um meinen LOB-Ordner. Ich habe ja angekündigt, ich werde meine Ordner je nach Edition zeigen, sofern das möglich ist. Und so ist euch ersichtlich, was mir noch fehlt. Am Anfang nochmal gesagt, linke Spalte ist immer die deutsche Karte, Mitte die LOB-001 zum Beispiel, also immer direkt die Zahl ohne ein Länderkürzel. Und dann rechts ist die englische Version, beziehungsweise LOB-E001. So, also gehen wir mal durch. Den dreihörnigen Drachen habe ich auf Deutsch in Unfirst. Das heißt, er fehlt mir noch in First. In den anderen beiden fehlt er mir noch in First und Unfirst. So, hier haben wir den bläugigen weißen Drachen in First und Unfirst aus LOB. Also da habe ich schon beide. Es wäre schön, wenn die Kamera den Autofokus auch nutzen würde. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin hier. Ja, wunderbar. Der Autofokus springt natürlich mal ein bisschen rum, wenn ich mit meiner Hand näher komme an die Kamera. Ich hoffe, es ist einfach so alles gut zu sehen. Die First Edition liegt immer oben über der Unfirst. Und somit wisst ihr hier automatisch jetzt auch, Deutsch fehlt mir in First. Der hier fehlt mir nicht in First, aber auch nicht in Unfirst. Manchmal sieht man das nicht, aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass jedes Feld eine Karte hat. Also wenn ihr mir dabei helfen könntet, wäre es schon super. So, kicken wir mal die Toploader weg und schauen uns die nächsten Seiten an. Bei dem dunklen Magier zum Beispiel fehlt mir noch die First Edition. Und die beiden englischen, beim Gaia Zorniger Ritter fehlt mir noch die englische Version und beim keltischen Wächter die amerikanische müsste es sein. Also nicht die mit dem Kürzel E. So, auf dieser Seite hier fehlt mir auch noch die beiden amerikanischen. Das sind immer irgendwie die, die mir am meisten fehlen, warum auch immer. Und bitte achtet auch immer, wenn es möglich ist, auf... Warum wird der denn hier so krass geblendet? Warum blendet der so krass? Vielleicht sollte ich mal das Licht oben kurz ausmachen. Vielleicht ist es jetzt weg. Ja, ist weg, alles klar. So, also achtet auch immer schön auf erste Auflage und nicht erste Auflage. Hier sieht man auch ganz gut, dass da zwei Hüllen untereinander sind. Dann habe ich die auch in beiden. Manchmal sieht man es halt nicht, aber manchmal ist es halt auch ersichtlich. Hier habe ich zum Beispiel jetzt schon mal überall eins voll. So sollte es auf jeder Seite aussehen. Und dann fehlt mir hier natürlich noch First, 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 First. Die anderen habe ich alle in First. So, hier diese beiden fehlen mir noch. Dann da ein paar. Ich halte jede Seite mal ein bisschen offen, damit ihr euch das auch mal angucken könnt. Die Videos sollten maximal 10 Minuten lang werden. Und ja, ich möchte im Voraus schon mal Dankeschön sagen, falls ihr mir da helfen könnt. Es ist mein Traum, so gut wie alle Editionen vollständig zu haben. Natürlich kommen immer wieder neue raus, aber die alten gilt es natürlich als erstes zu vervollständigen. Und damit. Deswegen fangen wir auch mit LOB an, weil LOB ist ja sozusagen der Anfang gewesen. Ja, und wie ihr gerade schon wieder gesehen habt, die Mitte ist immer schön leer, die amerikanischen. Die kriegt man halt hier nicht so oft, ne? Wer importiert sich die amerikanischen Karten? Kaum jemand. Vielleicht ist ja von euch jemand dabei, das wäre echt super. Aber auch die englischen. Aber die deutschen sieht man, habe ich halt schon fast alle. Zwar nicht alle in First, aber schon mal in gutem Zustand auch meistens. Und das ist ja auch schon mal viel wert. So. Ich bin auch mittlerweile wirklich stolz darauf. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Menge wird an Karten. Ich hatte ja irgendwann... Hatte ich, glaube ich, ein paar Karten gefunden bei mir. Und dann dachte ich mir, kaufe ich mir doch mal wieder was. Dann hatte ich mir irgendwas auf eBay gekauft, so zwei Ordner. Das Video gibt es auch noch auf meinem Cody Let's Play Account. Auf dem YouTube-Kanal Cody Let's Play ist das Yu-Gi-Oh! Video auch irgendwo noch, wo ich die dann auspacke. Und seitdem hat sich das echt krass ausgebaut. Hier auch die Exodia-Teile fehlen mir auch noch in Englisch zum Beispiel. Die hier fehlt mir noch in Deutsch und in Amerikanisch. Und in First sind die natürlich auch schwer zu bekommen, beziehungsweise meist ist es teuer, aber
Wie gesagt, ich zähle auf eure Hilfe. Und dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Hier, wie war das denn hier mit? Irgendwo, die hier ist first auf Englisch. Hatte ich nicht irgendwo zwei hintereinander? Ach, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch schon rausgenommen. So. Bis hierhin geht die normale Deutsche. Die englische, oder ist es die englische? Ne, die amerikanische Version hat noch mehr Karten als 100, wie viel ist das? Keine Ahnung, 102 glaube ich. Auf jeden Fall hat die amerikanische Edition mehr Karten. Und die packe ich dann halt hier hinter, aus LOB noch. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Bis hierhin geht das dann glaube ich noch. Und falls ihr da noch welche habt, nehme ich die natürlich auch. Sonst ist der Ordner, glaube ich, leer. Jo. Also, ihr habt die Karten aus LOB gesehen. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr da ordentlich aufgepasst habt und mir helfen könnt. Ich bin um jede Karte, die ich dazu bekomme, glücklich. Und ja, ihr seid einfach eine derbe Unterstützung. Und das weiß ich dann auch extrem zu schätzen. Vielleicht kann ich mich ja nochmal revanchieren irgendwann. Wir werden es dann sehen. Und ja, dann warte ich jetzt mal auf eure Rückmeldung zu LOB. Drehe jetzt gleich die nächsten Videos. Und gerne dürft ihr auch diesen Ordner schon mal bewerten. Findet ihr ihn cool? Findet ihr, da sind besondere Schätze bei? LOB ist ja echt eine bemerkenswerte Edition. Ja gut, damit das Video jetzt nicht noch viel, viel länger unnötig lang wird, würde ich sagen, abonniert diesen Kanal. Nicht vergessen. Und Kommentare schreiben, Links in der Videobeschreibung abchecken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Andi von Collect & Trade.